Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Im letzten Part habe ich einige eurer Fragen beantwortet, so, sorry. Genau, und musste den Part leider zusammen cutten, so ein bisschen. Oh shit, warte mal ganz kurz. So. Gut, ihr habt mir für diesen Part haben wir zwei Leute Fragen gestellt. Ihr könnt natürlich wie immer Fragen stellen, wenn euch irgendwas interessiert, irgendwas, was ihr mich unbedingt fragen wollt, weil das ist ja zum Kennenlernen, das Projekt. Könnt ihr mich das gerne fragen. So. Dann gehe ich auch gleich mal auf die Fragen ein. Im letzten Part haben wir nämlich Bowser besiegt. Jetzt können wir in den Keller. So. Sehr schön. Gut, also der Gute, der immer Fragen stellt. Also so gut wie immer Fragen stellt. Der fragt nämlich, wie und wann habe ich Markus kennengelernt, also GameCorp. Ich glaube, das habe ich. Die Frage hatte ich schon mal. Aber ich versuche es nochmal zu beantworten, während ich hier den Hasen fange. Der ein bisschen flotter ist, als ich mir das wünsche. So, ich trick's den aber jetzt aus. Ha! Hab ihn. Genau. Er fragt, wie und wann habe ich Markus kennengelernt? Es war in der Schule einfach, in der Schule. Wir sind Schulkameraden. Klassenkameraden nicht, aber Schulkameraden auf jeden Fall. You bet. Und zwar, doch, wir waren mal Klassenkameraden, aber irgendwie nur kurzzeitig in der Mittelstufe irgendwann. Und ja, also das kann man nicht wirklich als Klassenkameradschaft dann bezeichnen. Also wir haben ein paar Kurse zusammen, weil in der Kursstufe hatten wir ja nur Kurse zusammen. Wir haben ein paar Kurse zusammen. Also ich glaube einen. Ja, aber so hat sich das dann ergeben. Hat sich herausgestellt, beide zocken und dann so, nice. Beide machen YouTube, nice. Passt. Gut. Der fragt aber auch noch, wie lange willst du YouTube machen? Also wie lange hast du vor, YouTube-Videos zu machen? Solange ich Zeit habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ha. Dude, es macht Spaß gerade noch. Und ich hätte gesagt, ich mach's, solange es mir Spaß macht. Ja, solange es mir Spaß macht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Ich dachte, das hätten wir schon gemacht. Aber ich kann mich auch täuschen. Aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Also ich müsste mal... Ich glaube... Nein, wir haben Bowser besiegt einfach nur im letzten Part. Das weiß ich noch. Danach habe ich ja nichts mehr gemacht. Oder? Aber es kommt mir so bekannt vor hier. Also ich meine... Ja klar, ich kenne das Spiel in- und auswendig, aber... Ich kann das Gefühl nicht loswerden, dass ich das hier schon mal im Let's Play gemacht habe. Naja, gut. Wird schon nicht tragisch sein. So, da ist der Stern. Sehr schön. Und jetzt haben wir den Ding aktiviert. Die blaue Kappe. Die macht uns unsichtbar. So. Und den Stern kriegen wir. Damit können wir natürlich durch Zäune und so weiter laufen. Genau, ja. Gut, was können wir jetzt mit dieser Kappe anfangen? Ah, wir können wieder zurück in die Buhu-Welt. Ins Schloss, ne, in die Mansion. Ich glaube, es wäre schneller gewesen, hätte ich den anderen Weg genommen. Mir egal. So. Genau, habe ich deine Frage beantwortet? Ich weiß gerade nicht mehr. Also wie lange ich YouTube machen will, solange ich Zeit habe und solange es mir Spaß macht. Ich meine, das, was mich wahrscheinlich davon abhält, ist die Zeit. Weil, ich habe jetzt... ich muss mich jetzt langsam auf das Studium konzentrieren. Weil, ja... Darauf gehe ich nochmal ein, warum ich mich jetzt erstmal auf was anderes konzentrieren muss. Aber ja, solange es mir Spaß macht. Also das könnte noch ein bisschen sein. Ich meine, es gibt Let's Player, die sind wegen 30 und...
Ich meine, es ist auch schön, oder? Ich meine, es macht Spaß, es unterhält Leute und ja. Eye to Eye in the Secret Room. Sehr schön. Gut, da weiß ich, wo der Stern ist. Gut, Dede, ich hoffe, das hat deine Fragen beantwortet. So gut es eben ging. Welcher Raum war das jetzt? Der hier? No? Der hier? Ich glaube, ich brauche hier die Kappe und muss dann ganz schnell zurück. So. Und zurück. Und dann hoch, irgendwie. Kann mich aber auch täuschen. Wahrscheinlich ist hier noch irgendwo eine Kappe. Nee, alles klar. Gut. So, jetzt ist hier so ein riesiges Auge, was wir eigentlich, was jetzt anfixieren muss. Was wir dann einfach verwirren müssen. Dann müsste uns das einen Stern geben, wieder. Sehr schön. Gut. Der Voxers, der fragt: Wie viel Zeit investierst du in YouTube? Viel. So viel kann ich sagen. Viel. Zum Beispiel, Mario 64 ist jetzt so ein Projekt, wo ich nicht viel Zeit investieren muss. Weil. Meine Katze stört mich. Big Boots Hunt. Big Boots Hunt haben wir jetzt abgeschlossen. Gut, wir haben jetzt Jolly Roger Bay. Was brauchen wir da? Da brauchen wir die Metallkappe. Okay, ja, die haben wir noch nicht. Genau, zum Beispiel Mario 64 investiere ich jetzt nicht so viel Zeit, weil ihr stellt mir ja Fragen. Das heißt, ich kann über die Fragen reden und muss einfach nur das Spiel spielen. Ich muss Fraps, Aufnahme und dann halt spielen. Aber zum Beispiel in so Sachen wie Splatoon zum Beispiel. Das ist ein Spiel, ich nehm's auf. Ich nehm's auf und dann. Warte, war hier Nase? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, der ist erst bei 45 Sternen wieder da. Genau, ich nehm's auf. Muss es erstmal rendern. Und dann muss ich's schneiden. Dann muss ich's wieder rendern. Dann muss ich das mit meiner Stimme gleichsetzen. Dann muss ich gucken, dass nichts falsch gelaufen ist. Wenn was falsch gelaufen ist, muss ich es nochmal aufnehmen. Genau, und das Rendern dauert jeweils 30 Minuten. Also eine Stunde fürs Rendern, eine halbe fürs Aufnehmen, eine halbe für die Stimme drauflegen. Was ist die Mission? Hazy Maze Cave. Das ist mir jetzt scheißegal, ich mache einfach die, die ich kenne. Ah. So. Oh, das war knapp. Okay. So. Autsch. Okay. Nope. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Das ist mir aber eigentlich schnuppe. Ah, ich glaube, ich muss sogar hier hin. Weil hier ist das Hazy Maze Cave. So. Hier irgendwo gibt es eine Lücke, genau hier. Zu einer. Nee? Achso, okay. Autsch. Ich brauche Münzen. Mein Health ist down. Wo sind die Münzen? Wo sind die Münzen? Hat es jetzt nur Fledermäuse gespawnt? Das kann es eigentlich nicht sein. Ich muss hier hin. Hier muss ich hin. So, genau. Sehr schön. Also, glaube ich. Sieht es nicht richtig aus, irgendwie. Oh, cool. Alles klar. Sehr schön, ein Stern. Gut. Also, wie viel Zeit investiere ich? Viel. Wirklich viel. Also, das ist. Bei manchen Videos ist es echt nicht feierlich, wie viel Zeit ich investieren muss. Wegen dem ganzen Rennen. Also, das Rennen dann. Das dauert am längsten und ich kann währenddessen eigentlich nichts machen. Es wäre ja nicht schlimm, wenn ich rendern muss. Wenn ich rendern muss und währenddessen aufnehmen kann. Aber das geht ja nicht, weil mein PC dann gefickt ist. Weil wegen Renderinius.
Ah ne, warte, ich kann ja einfach darüber springen, ich bin so dumm. So, das wäre ein easy Stern. Da haben wir ganz schön viel übersprungen für den Stern. Genau, also das Rendern, das regt mich so auf. Es dauert so lange. Aber da kann man halt nichts machen. Sonst sind die Dateien halt nicht zugänglich für mein Programm. Wenn ich sie nicht render. Weil sie dann zu groß sind. Und das ist echt nicht feierlich. Und dann muss ich das Intro einfügen. Dann muss ich Musik für das Intro suchen. Ja, also... Manchmal dauert es echt lange. Also für ein Video sitze ich vielleicht mal 2-3 Stunden da. Für andere vielleicht nicht so lange. Aber es sind auf jeden Fall für eine Aufnahme, die irgendwie 10 Minuten geht, sind es mindestens 30 Minuten, die ich immer da sitze. Also stellt euch das nicht so einfach vor. Manche machen das ja mit schlechter Qualität. Ich versuche es wenigstens mit guter Qualität zu machen. Es gelingt mir nicht immer, aber hey, ich versuche es wenigstens. Gut, dann fragt Vox das noch. Auf welche Schule, also was für eine Schule gehst du? Gymnasium, Realschule, Hauptschule oder so? Ja, ich gehe aufs Gymnasium, aber nicht mehr lange. Weil ich habe... vor ein paar Wochen... Ich will jetzt keine genaue Zeitangabe machen. Ich habe vor ein paar Wochen Abitur geschrieben. Und... oh mein Gott, das war knapp. Genau, ich habe vor ein paar Wochen Abitur geschrieben. Und ja, bin dann also bald fertig. Ja, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe eigentlich. Denk ich. So. So, wo ist denn das Tier, was ich brauche hier? Da ist es. So, das fällt uns jetzt zum Stern und das heißt Lassie? Ich weiß gerade nicht. Es heißt nicht Lassie. Oh, ich wollte nicht kriechen. So. Sehr schön. Also ich gehe aufs Gymnasium und bald, wenn es gut läuft, studiere ich bald. Und ja. Dann wäre die Frage aber auch beantwortet. Also wie immer, stellt mir auf jeden Fall immer wieder schön viel Fragen für den nächsten Part. Weil in dem machen wir dann die 8 roten Münzen und die 100 Münzen. Und das könnte ein bisschen dauern. Also stellt viele Fragen, wenn ihr welche habt. Wenn nicht, dann, tja, nicht. Dann muss ich halt Commentary on Topic machen, also das Spiel kommentieren und nicht eure Fragen. Gut, aber ich würde ganz gern noch 2 Sterne holen. Also, nicht 2 Sterne, aber 2 Missionen machen. Ah, doch 2 Sterne. Ja, es sind 2 Sterne. Oh, 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 was war das gerade? Das war nicht gut. Gut. Das geht auf, wenn ich den Schalter drücke. Den kann ich aber nicht drücken. Ich muss da oben hin, da oben links. So. Dazu brauchen wir wieder dich. Ich weiß gerade echt nicht, wie sie heißt. Ich weiß aber, dass sie einen Namen hat. So, wir müssen umdrehen. So. Geradeaus. Dahin. Ne, rechts. Da lang. Genau dahin. Sehr schön, danke. Hier drin ist nämlich das Versteck für die Metal Cap. Soweit ich weiß. Sehr schön. Die brauchen wir ja für 1-2 Missionen. Und hier gibt es auch wieder 8 rote Münzen. Deswegen ist die hier relativ wichtig. So, mit der kann man unter Wasser laufen und ist sozusagen unverwundbar. Deswegen gibt es ja auch keinen Powerstern wie in anderen Mario-Spielen. So. Sehr schön. Jetzt haben wir alle Caps im Game. Jetzt haben wir alle Mützen. Das heißt, wir können das Spiel jetzt komplett durchspielen. So. Da wäre der Stern dafür. So.
Schön. Gut. Save and continue. Dann hole ich noch ganz schnell einen Stern. Und das ist auch der letzte für diesen Part, weil der Part geht schon wieder für 15 Minuten circa. Ich weiß, dass sie nie... Bei Mario 64 stelle ich mir nie einen Timer, auch wenn ich eigentlich sollte. Gut, dann müssen wir jetzt zu Jolly Roger Bay, weil da haben wir einen Stern nicht, den wir nicht holen konnten. Ja, ist das korrekt so? Ja, das ist korrekt so. Das ist aber nicht da hinten. Das ist da oben. Ziemlich genau hier. Ziemlich genau hier, habe ich gemeint. So, rein da. Ja, super. Gut, die Mission braucht nämlich die Through the Jetstream. Ja, da brauchen wir die Kappe. Und die ist da hinten irgendwo, glaube ich. Glaube ich. Ja, da hinten ist sie. So. Here we go. So, wir müssen jetzt hier runter einfach den Stern holen. Da konnten wir ja früher nicht hin schwimmen wegen der Strömung. So. Yes! Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Stellt viele, also versucht's, also wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal und ciao.